10 Jahre waren Helene Fischer und Florian Silbereisen ein Paar. Auch nach der Trennung verbinden die Schlagerstars noch viele gemeinsame Erinnerungen. Eine solche teilt Fischer jetzt. Sie galten als das ultimative Traumpaar der Schlagerszene, die Trennung von Helene Fischer, 40, und Florian Silbereisen, 43. 2018 kam deshalb für ihre Fans sehr überraschend. Auch wenn Helene Fischer inzwischen neu liiert und Mutter ist, mit Flori versteht sie sich immer noch gut. Trotzdem sprechen beide Schlagerstars kaum über ihre 10-jährige Beziehung, bis jetzt. In einem Radio-Interview teilte Helene Fischer eine ganz besondere Erinnerung. Helene Fischer erinnert sich ans Zähneputzen mit Florian Silbereisen. Um über ihr neues Album Die schönsten Kinderlieder zu sprechen, war Helene Fischer Gast in der Radio-Teddy-Morgenshow. Sie schwärmte dort nicht nur von ihrem neuen Musikprojekt, das ist wie ein Baby sozusagen, was man so in die Welt setzt, sondern ließ sich von den Gastgebern Christina und Tim auch ein ganz besonderes Detail zu Florian Silbereisen herauskitzeln. Nach der Frage, mit welchen Promis sie bereits Zähne geputzt habe, brach sie zunächst in Lachen aus, antwortete dann: "Der Einzige, der mir jetzt einfällt, ist natürlich Florian." Auch interessant, Ankündigung von Helene Fischer lässt Schlagerfans ausrasten, kann man mit Organen zahlen? An die Situation erinnert, richtete sie sich direkt an ihren ehemaligen Freund. "Lieber Flori, wenn du das hörst, es war ganz, ganz toll, mit dir Zähne zu putzen." Sollte Silbereisen, der demnächst wieder mit dem ZDF-Traumschiff auf Reisen geht, das hören, so wird es ihn sicher freuen. Silbereisen und Helene Fischer sind glücklich getrennt. "Inzwischen sind wir glücklich getrennt. Wir sind als Freunde mittlerweile sogar noch enger zusammengewachsen", so beschrieb Silbereisen selbst den Beziehungsstatus. Beide sollen sogar fast täglich miteinander telefonieren. Im Sommer 2024 wurde Fischer sogar auf dem Traumschiff gesichert. Wie es in seinem Privatleben wirklich aussieht, weiß wohl nur Silbereisen selbst. Beruflich läuft es jedenfalls rund. Zum Jahreswechsel wird er den Silvester-Schlagerboom 2025 die Wunderlichter-Show moderieren und tritt damit die Fußstapfen des Bergdoktor-Stars Hans Siegel.